Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da, heute mit den Spoilern zu One Piece Kapitel 964 und in diesem Kapitel bestätigt sich eine Theorie, die es nun schon länger gibt. Das Kapitel soll wohl heißen Odens Abenteuer. Dort geht es darum, dass Whitebeard es erstmal ablehnt, dass Oden mit auf sein Schiff kommt. Doch Oden ist so nervig damit, dass die Whitebeard-Piraten versuchen, in der Nacht zu verschwinden. Oden bleibt das aber nicht unbemerkt und springt hinterher ins Wasser. Die Whitebeard-Piraten fangen daraufhin Oden und Iso, welche hinter Oden herschwamm. Whitebeard hat sich dann entschieden, Iso mitzunehmen, aber Oden bleibt weiterhin am Seil im Wasser. Iso ist natürlich ziemlich pissig auf Whitebeard und sagt, er würde Whitebeard nicht vergeben. Dieser daraufhin dann so, ja okay, wenn Oden es schafft, 3 Tage am Seil im Wasser zu bleiben, dann darf er auch aufs Schiff. Mann, bist du zufrieden, du Memme? Oden war extrem müde, als er nur noch eine einzige Stunde vor sich hatte. Am Strand von Wano wird Toki von irgendwelchen Typen, sie heißen wohl Karma-Piraten, belästigt und sie trifft auf Oden, der wohl mittlerweile an den Strand gespült wurde. Die bösen Jungs kommen wieder, selbst als sie weggejagt worden sind. Doch Whitebeard kommt zu Hilfe und Oden, Iso und Toki gehen daraufhin alle auf Whitebeards Schiff. Oden ist darüber natürlich sehr, sehr glücklich, bis er zumindest Inuarashi und Nekomamushi sieht, denn auch die haben sich an Bord geschlichen. Shanks und Buggy lesen währenddessen in der Zeitung über die Erfolge der Whitebeard-Piraten und sind ein bisschen neidisch. Und sie lesen auch darüber, dass ein Samurai in dessen Bande wohl für Aufsehen sorgt. Roger sagt, er möchte diesen Samurai treffen. Toki ist by the way 26 Jahre alt und sagt, sie wäre vor 800 Jahren geboren. Somit ist wohl bestätigt, dass sie in irgendeiner Verbindung zur verlorenen Geschichte steht und was damals natürlich wirklich passiert ist. Vielleicht ist sie sogar eine Verbündete des antiken Königreichs. Sie sieht auch Hiyori zum Verwechseln ähnlich, zudem wird ihr Name revealed. Amatsuki Toki, was so viel wie Himmelsmond Toki bedeutet. Eine mögliche Theorie, die ich mir überlegt hätte, wäre zum Beispiel, vielleicht hat sie das One Piece damals aus der Vergangenheit mitgebracht? Wäre doch eine nette Idee, oder nicht? Na gut, auf jeden Fall gibt es nächste Woche wieder mal einen Break und kein Kapitel. Was aber eigentlich schon mal ganz gut ist, weil da habe ich Urlaub, da kann ich ganz, ganz viele andere Videos aufnehmen. Passt. Ich hoffe auf jeden Fall, die Spoiler haben euch gefallen. Wenn ja, schreibt mir eure Meinung dazu wie immer unten in die Kommentare. Lasst mir einen Daumen nach oben und einen Klick auf den Abo da. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch wie immer viel Spaß auf Faceful TV und haut rein. Ciao.